Einen wunderschönen guten Tag, liebe Insassen. Ich melde mich jetzt hier live aus der Volkshochschule in Essen und will ein bisschen Bildung kundtun. Genau. Wie ihr wisst, wurde heute auf DVB T2 umgestellt. Genau. Und auch wir von der Anstalt müssen uns daran beteiligen. Klar. Geht ja auch nicht ohne. Also haben wir euch etwas vorbereitet. Genau. Wir zeigen euch, wie ihr auf DVB T2 umstellen wollt. Genau. Wir machen das auch jetzt hier live quasi, in der Live-Aufzeichnung. Ja, man weiß ja, Technik, ne? Kann ja mal schief gehen. Da muss man ja schon mal ein bisschen aufpassen. So, die Umstellung auf die DVB 2. Also, wie geht das? Fangen wir mal mit der Ausgangssituation an. Das ist immer wichtig bei Vorträgen, dass man sagt, wie war es vorher? Ja, also, gestern. Gestern war DVB T1. Ja, DVB T1. So. Wer jetzt heute Morgen Fernsehen gucken wollte, der sah folgendes spannende Bild. Für ein Jetzt-Bild. Da. Da haben wir es. Ne? Nichts. Alles schwarz. Alles schwarz. Wie die Leute sich aufgeregt haben. Da ist es so einfach. Das ist ganz einfach. Gut. Heute sieht es aus. Gut. Jetzt müssen wir einmal mit der Umstellung beginnen. Na, wir stellen um. Also. Ne? Da. Wir stellen jetzt um auf DVB T2. Und ich zeige euch, wie einfach das geht. Genau. Immer. Hä? Genau. DVB T2. Was fehlt uns noch? Was könnte das sein? Ja, klar doch. Also umgestellt ist, nicht? Ja. Klares Bild. DVB T2 HD sogar. Genau. Wir brauchen jetzt noch einen HD-Fernseher. Hm? Ja, komm. Wie an so ein Gerät kommt, das erklären wir euch beim